Mit der AKN Eisenbahn Geschichte erleben. Das Unternehmen feierte den 100. Geburtstag der Strecke nach Neumünster Süd in Großenaspe. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert von Stadtmagazin TV. Vor rund 100 Jahren, genauer am 1. August 1916, wurde nach rund anderthalbjähriger Bauzeit der Streckenabschnitt der heutigen Linie A1 zwischen Bad Bramstedt und Neumünster Süd freigegeben. Damit wurde Neumünster Süd an das damalige Altona, heute Hamburg-Altona, angebunden. Dampfzüge, Dampflok mit Waggons, die sind maximal 40 gefahren. Das war damals recht viel gefühlt, ist heute natürlich nicht mehr viel. Heute fahren wir 80 oder 100 und sind auch deutlich schneller. Wir haben auf der Gesamtstrecke zwischen Neumünster und Hamburg, fahren wir eine Stunde weniger, brauchen wir Zeit, als man das noch vor 100 Jahren gemacht hat. Die AKN Eisenbahn AG nahm dieses Jubiläum zum Anlass zu feiern und lud alle Sonntagsausflügler und AKN-Freunde zu einem großen Volksfest am 7. August auf dem Bahnhofsgelände in Großenaspe ein. Ja, das ist eine ganz wichtige Zahl, wenn man 100 Jahre Verkehr gemacht hat und damit in den 100 Jahren auch sehr viele Modernisierungen, Innovationen sozusagen erfolgreich umgesetzt hat. Man nehme nur unsere neuen Triebwagen seit letztem Jahr, WLAN auf den Bahnhöfen oder auch die Spätzüge, die wir seit 2 Jahren hier anbieten am Wochenende. Da tut sich sehr viel und wir sind stolz, dass wir das über 100 Jahre so gemacht haben. Wir sind eine ganz wichtige Anbindung auch für die Ortschaften hier zwischen Neumünster und Bad Bramstedt. Für Großenaspe hat die AKN eine ganz zentrale Funktion. Sie ist ein wesentlicher Eckpfeiler in der Infrastruktur der Gemeinde und für uns natürlich ja, ganz wesentlich der Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz. Zwischen 11 und 17 Uhr gab es ein vielseitiges Programm, das von Torwandschießen über Streichelzug, Greifvogel und Aquasorbing bis hin zu einem Lasertag-Parcours alles bot, was das Herz begehrt. So Eisenbahnfans kamen ebenfalls auf ihre Kosten. Die AKN stellte sowohl eine Modellbahnanlage aus und bot außerdem Dresinenfahrten an. Eine kleine Ausstellung zur Geschichte der Strecke rundet das Programm ab. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.